Einen schönen guten Tag auch. Ich schicke Ihnen wieder sonnige Grüße an den heimischen Herd. Ich freue mich heute ganz besonders auf ein saftiges Bœuf Bourguignon mit einer Gremolata. Dazu lecker, lecker Stampfkartoffeln und Salat frisch vom Feld. Und alles zusammen jetzt. Das, was die Deutschen in der Automobilindustrie sind, die Franzosen in der Gourmetküche. Oft kopiert und selten erreicht. Ich hatte vor circa 7 Jahren das Vergnügen, ein mehrwöchiges Arbeitspraktikum in genau diesem schönen Land zu verbringen und durfte natürlich auch die Küche genießen. Und ein Gericht, das mich besonders beeindruckt hat, ist das, was ich jetzt zubereiten werde. Und zwar Bœuf Bourguignon. Für das Bœuf habe ich zunächst einmal noch keinen Bœuf gemacht, sondern erst Karotten geschält, kleine Perlzwiebeln geschält, dann Champignons schon mal geputzt, in leichtem Mehlwasser gewaschen. Die Karotten werden jetzt auch nur auf kompatible Stücke geschnitten. Dazu die Karotten aber nur halbieren und nochmal vierteln oder je nach Größe sechsteln bzw. achteln. Hierbei sollte man nur darauf achten, dass die Gemüsestücke relativ gleichmäßig groß sind, damit sie auch gleichmäßig durchgaren können. Normalerweise mache ich kein Gedöns um das Kochgeschirr, womit ich arbeite, aber bei allen Schmorgerichten, ob es ein Ossobuco ist, ob es eine Haxe ist, ob es ein Bœuf Bourguignon ist wie heute oder ein Gulasch, ziehe ich doch immer noch das alte Oma-Geschirr vor, so einen richtig schönen, schweren, gusseisernen Topf. Ist zwar schwieriger nachher zu putzen aufgrund des Gewichtes, aber ich habe persönlich immer den Eindruck, dass der Schmortopf, der gusseiserne Topf, immer noch so einen ganz speziellen Geschmack in ein Schmorgericht mit hineinbringt. So. Bei der Gemüseauswahl brauchen Sie keine große Kreativität an den Tag legen. Eigentlich greift man bei fast allen Schmorgerichten oder allen Suppengerichten immer auf das Gleiche zurück. Wir benötigen ein paar Karotten, wir benötigen Zwiebeln, oftmals noch ergänzt durch Sellerie und vielleicht ein paar Champignons. Jedes Gemüse erfüllt hierbei eine spezielle Aufgabe. Die Zwiebel bringt eine ganz leichte Schärfe rein, die Karotte eine leichte Süße und die Champignons sind die spezielle Würze. Man schmeckt nachher den Pilz nicht mehr durch, aber er rundet das gesamte Gericht einfach nur ab. Olivenöl heiß werden lassen. Jetzt das Gemüse anschwitzen, ganz leicht Farbe nehmen lassen. In fast allen Rezepten steht immer geschrieben, dass man das Gemüse vorher anschwitzen soll. Und die meisten von uns haben uns wahrscheinlich noch nie gefragt, warum eigentlich. Das hat nicht unbedingt nur einen Grund für die Farbe, sondern was hier eigentlich passiert ist, dass der Geschmack rausgeholt wird und dieser Geschmack wird wesentlich intensiviert. Machen Sie einfach mal den Vergleich, einmal mit anschwitzen, einmal ohne anschwitzen und Sie werden feststellen, es macht wirklich einen wesentlichen Unterschied aus. Wenn das Gemüse angedünstet ist, zunächst herausnehmen. Und beiseite stellen. Dieses Gemüse geben wir erst später hinzu, weil wenn das Fleisch braucht nachher ca. 2–2,5 Stunden, das Gemüse natürlich nur einen Bruchteil dieser Zeit. Und wenn wir das jetzt schon mit hineingeben würden, dann wäre es nachher einfach nur so eine Art Gemüsepüree und das wollen wir nicht. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Geschmacksgeber, als natürlich auch Geschmacksträger, das wunderschöne Bœuf. Bœuf, nichts anderes als das Wort Rind auf Französisch. Und hier haben wir ein fantastisches Schulterstück. Das sind gute, naja, 1,5 Kilo. Ein schöner Braten. Bei Schmorgerichten immer mehr einkaufen. Also fast die doppelte Menge, die man nachher essen möchte. Da beim Schmoren doch ein Großteil der Flüssigkeit auch austritt und nachher diese schmackhafte Soße ergibt. Fett ruhig dran lassen. Das kocht nachher mit aus. Das kann ich nachher noch mit einer Kelle von der Soße entfernen. Jetzt das Fleisch in relativ große Stücke schneiden. Eigentlich machen wir nichts anderes als ein größeres Gulasch. Ein Würfel sollte dann 120, 150 Gramm haben. Dann das Fleisch, damit es gleich eine schöne Kruste bildet, muss gleich noch meliert werden oder gemehlt werden. Nicht aber, ohne es vorher gewürzt zu haben. Kräftig würzen, damit die großen Stücke auch wirklich komplett den Geschmack nachher aufziehen können. Und jetzt einmal nur ins Mehl hineingeben und rundherum mit Mehl versehen.
überschüssiges Mehl einfach nur abklopfen. Jetzt erneut Öl in den Topf hineingeben. Und dieses gewürzte und melierte, gemehlte Schulterfleisch kräftig von allen Seiten anbraten. Beim Schmorgericht, gerade beim Böff, ist es vor allen Dingen am Anfang alle Mühe wert, hier ein wenig exakter zu arbeiten, hier dem Fleisch wirklich die Zeit zu geben, dass es richtig kräftig anbrät. Denn vom Prinzip her ist ein Schmorgericht eigentlich eines der einfachsten Dinge, die man in der Küche überhaupt nur machen kann. Während das brutzelt, noch ein paar Zwiebeln klein schneiden. Neben den kleinen Pärzwiebeln, die wir sowieso haben, würfel ich noch zusätzlich ein paar Zwiebeln, schwitze die gleich erneut mit an. Die Pärzwiebeln geben natürlich Geschmack ab, aber sind hier eher als Gemüse zu verstehen. Während die Zwiebel, die ich jetzt hier noch fein würfel, zum einen natürlich Geschmack abgeben soll an die Soße und gleichzeitig aber auch Bindung abgeben soll. Denn wir werden hier nicht großartig mit irgendwelchen Soßenbindern oder anderen artifiziellen Hilfsmitteln arbeiten, sondern ausschließlich die natürliche Bindung des Mehls einmal, als auch natürlich des Gemüses verwenden. Zwischendurch das Fleisch jetzt wunderbar goldbraun, schöne Kruste. Essen könnte man es jetzt noch nicht, denn wir haben ja ein Schulterstück, das ist zu sehnig. Jetzt die Zwiebeln leicht anschwitzen, anrösten. Klassischerweise wird jetzt Speck in feine Streifen geschnitten, knusprig ausgelassen und dann wird das Fett weiterhin dazu benutzt, um die Zwiebeln anzudünsten. Ich persönlich habe aber festgestellt, dass wenn man den Speck zu lange mitkocht, dass er den Geschmack verliert, dass er fast eher ein bisschen tranig wird. Deshalb bin ich dazu übergegangen, den Speck einfach im Ganzen, so wie er ist, wunderbar schön durchwachsener, herrlich geräucherter, aromatischer Bauchspeck mit Schwarte komplett einfach mit zu den Zwiebeln zu gehen und nachher mit den Fleischstücken auch saftig und zart zu schmoren. Anschließend schneide ich noch dünne Tranchen ab und serviere das passend zu dem Bœuf Bourguignon. Die Zwiebeln alleine ergeben jetzt noch nicht genug Bindung, deshalb gibt es einen ganz klassischen Trick. Der Trick, der eigentlich gar keiner ist, weil es gehört einfach zu Schmorgerichten, ist ein wenig Tomatenmark zu nehmen, dieses Tomatenmark mit anzuschwitzen. Durch das Anschwitzen geht diese plumpe Säure, jeder kennt das, wenn man einen Löffel Tomatenmark direkt essen würde, es ist richtig säuerlich, dass es hinten in den Mundwinkel brennt. Durch das Anschwitzen geht diese Säure verloren, der kräftig rote Farbstoff geht ein wenig in den Hintergrund, wir kriegen so eine leicht bräunliche Färbung und die Soße wird zusätzlich zu den Zwiebeln, zu dem Mehl gebunden. Ich habe mein Arbeitspraktikum, mein mehrwöchiges übrigens, nicht in Burgund verbracht, sondern, wo war ich eigentlich? Im Sancerre bin ich gewesen. Habe dort in Sterneküchen gearbeitet, hospitiert sozusagen, habe ein bisschen was gelernt. Am meisten beeindruckt hat mich allerdings wirklich die einfache, die gutbürgerliche französische Küche, weil die macht nicht so ein Gedöns drumherum, da geht es um Produkte, um einfache Zubereitung und das ist das, was für mich Essen wirklich am meisten auch ausmacht. Aber das Bœuf Bourguignon hat ja seinen Namen, weil es aus dem Burgund kommt und das Ganze wird in, jetzt raten Sie, Burgunder gekocht. Hier habe ich jetzt mal so einen mittelklassigen Burgunder genommen. Auch wenn das hier eine Glaubensfrage ist. Es gibt Leute, die sagen, sie kochen nur mit dem Wein, den sie auch zum Essen trinken würden. Und genau diesen Wein soll ich jetzt nehmen und packe den in einen ungefähr 200 Grad heißen Topf rein. Da ist inzwischen Tomatenmark drin, da sind Röstaromen drin, da ist Speck drin, da sind Zwiebeln drin. Und da soll man auch nur ansatzweise die Qualität des Weines in diesem Moment rausschmecken. Das glaube ich nicht. Das erste Drittel vom Wein kochen wir ganz leicht ein, lassen wir komplett reduzieren. Dann füllen wir noch ein bisschen Wein auf, ein bisschen Brühe. Dann, ganz wichtig, ein Bucchigani. Ist eigentlich nur ein Kräutersträußchen. Wir haben hier Lorbeer drin, wir haben Petersilie drin, wir haben Thymian drin. Und dieses Kräuterbündchen am Anfang gleich in das Schmorgericht mit hineingegeben, rundet den Geschmack ab, macht das Ganze wesentlich würziger. So, wenn der erste Schluck Wein eingekocht ist, kann ich jetzt die weitere Flüssigkeit hinzugeben. Nochmal ein ordentlicher Schuss. Dann Brühe. Und ordentlich Soße. Und jetzt dieses wunderbare Bœuf
oder wie wir sagen würden, Rind in den Sud hineingeben. Einmal kräftig aufkochen. Deckel drauf. Und Punkt. Je älter ich werde, entdecke ich an mir ganz besondere Seiten, denn ich werde im positiven Sinne in der Küche immer weniger kreativ. Und im positiven Sinne meine ich, dass ich die guten alten Sachen für mich wiederentdecke, Sachen, die ich als Kind schon gegessen habe, häufig gegessen habe und auch geliebt habe. Dann gab es mal eine Phase, wo ich rumexperimentiert habe, wo ich alles frittiert habe, es musste exotisch sein. Und eine dieser Sachen, die ich wieder für mich entdeckt habe, ist der gute alte Kopfsalat mit Sauerrahmdressing. Achten Sie darauf, dass, wenn es geht, dass Sie Freilandware kaufen, denn die ist besonders aromatisch. Der muss natürlich, wie jeder Salat auch, vorher gewaschen werden. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Blätter schon abzupfen, sondern ich möchte den Ganzen nachher als solches auch servieren. Deshalb wasche ich ihn zunächst im Ganzen. Und jetzt im stehenden Wasser gründlich spülen. Mit so leichten Waschbewegungen den Sand aus dem Inneren herausholen. Den Salat jetzt auch nicht stundenlang in dem kalten Wasser drin liegen lassen, sonst werden nur die ganzen Vitamine ausgelaugt und dafür essen wir das Zeug ja auch. So, jetzt den Salat nehmen, einfach eine Salatschleuder, auch wiederentdeckt bei mir, eine Zeit lang habe ich da gar nicht so großen Wert drauf gelegt, habe mich immer gewundert, dass meine Dressings nicht so gut sind, wie ich sie mal gelernt habe und das ist wirklich einer der Punkte, geben Sie sich ein bisschen Mühe bei der Vorbehandlung vom Salat, indem Sie ihn gründlich spülen. Anschließend dezent trockenschleudern, nicht wie ein Berserker, sondern vorsichtig trockenschleudern, gerade wenn es sich um so einen Salat wie den Kopfsalat handelt, der eine ganz weiche Blattstruktur hat. Das sieht man hier schon, wenn ich nur einmal drücke, dass er sich schon dunkel verfärbt. Jetzt den Kopf vorsichtig nehmen. Ich habe nur das Innere rausgeschnitten, den Strung. In die Salatschleuder tun. Den Salat gründlich trocken schleudern, damit kein überschüssiges Wasser unser Dressing nachher verwässert. Zum Dressing wirklich keine große kreative Meisterleistung meiner Person. Das ist ein Dressing, was meine Oma, und ich glaube nicht nur meine Oma, sondern wahrscheinlich ihre Oma oder die Oma von ihrem Nachbarn, auch schon seit Jahren zubereitet. Dafür brauchen wir ein wenig saure Sahne bzw. Schmand. Zitronensaft. Ich mag das gerne, wenn die Säure besonders kräftig durchkommt. Dann eine kleine Prise Zucker. Eine kleine Prise Salz. Pfeffer. Wir sehen jetzt schon, dass die Konsistenz noch etwas mayonnaisig ist. Noch ein, zwei Tropfen Wasser hinzufügen. Und einen kleinen Tropfen Öl. Diesmal wirklich nur einen Tropfen. Es hat geschmacklich keinerlei Hintergründe, ausschließlich das Öl hinzu, damit die fettlöslichen Vitamine aus dem Salat auch vom Körper verwertet werden können. Und das war schon der Herrlichkeit alles. Wenn Sie den Salat jetzt sofort servieren, dann können Sie ihn auch sofort mit dem Dressing verbinden. Sollten Sie aber noch ein bisschen Zeit haben, bevor er wirklich verzehrt wird, einfach nur oben auflegen, das Ganze so zum Tisch bringen, anschließend mit dem Salatbesteck einfach nur vermengen. Denn wenn wir jetzt schon das Dressing hinzumachen würden, dann neigt der Kopfsalat zu schnell dazu, so latschig zu werden. Und das mache ich überhaupt nicht. Das braucht
auch noch ein bisschen. Und wie wir sehen können, ist hier ordentlich viel Soße in diesem fantastischen Schmortopf. Und die Soße braucht natürlich auch irgendwas, womit sie aufgenommen werden kann. Und da gibt es ein Gericht, zu dem ich eine ganz besondere Verbindung habe, eine ganz besondere Zuneigung, nämlich Kartoffelpüree. Wir haben hier einfach Kartoffeln schon mal geschält, mit leicht gesalzenem Wasser aufgesetzt. Dazu haben wir Lorbeer hineingegeben und zwei kleine Knoblauchzehen. Das gibt dem Ganzen so eine schöne, würzige Note. Denn das Bœuf Bourguignon ist kein klein Mädchengericht. Das ist ein richtig schöner, kräftig nach vorne gehender Geschmack. Und das verträgt auch die Beilage ein wenig Unterstützung. Lorbeer rausnehmen. Der hat seine Schuldigkeit getan. Der ganze Geschmack aus diesen wunderbaren Blättern ist in die Kartoffeln übergegangen. Und damit das Kartoffelpüree nachher auch schön herzhaft und vollmundig ist, müssen wir jetzt überschüssiges Wasser erstmal abdämpfen. Das erreichen wir, indem wir die Kartoffeln ganz simpel wieder in den Topf zurückgeben, ganz leicht trocken dämpfen unter ständigem Rühren, damit es unten am Topfboden nicht anbrennt. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich mehlig kochende Kartoffeln nehmen, keine festkochenden, die würden jetzt hier praktisch ausschleimen, denn wir benötigen genau die Kocheigenschaften der mehlig kochenden Kartoffel, um so ein herrliches, fluffiges und vor allem cremiges Kartoffelpüree zu erzielen. Sie sehen schon, dass sich die Masse jetzt verändert. Sie zieht wieder an, sie wird bröseliger, sie wird trockener. Und wir wollen das Ganze nicht wässrig im Geschmack haben, sondern schön herzhaft und würzig. Und das erzielen wir, indem wir jetzt noch Milch hinzugeben. Salzen. Kleine Prise Pfeffer. Und natürlich eine Zutat, die bei Kartoffelgerichten nie fehlen darf, diese wunderbare Muskatnuss. Frisch gerieben. Kartoffelgerichte ohne Muskatnuss verhalten sich ungefähr genauso wie Schwarz-Weiß-Fernsehen und Farbfernsehen. Man sieht zwar dieselben Bilder, aber die Wirkung ist eine ganz andere. So, wenn wir nahezu die gewünschte Konsistenz haben, geben wir einmal noch ein bisschen frische Butter dazu. Jetzt habe ich hier immer noch relativ dicke Klümpchen drin, die möchte ich nicht haben. Es muss nicht ganz so fein sein wie ein Kartoffelmus. So kleine Stücken stören mich nicht, aber dicke Kartoffelbrocken ja. Und jetzt wird das Ganze noch einmal kräftig durchgestampft. Den größten und eigentlich auch den einzigen Fehler, den Sie jetzt hier bei Kartoffelpüree wirklich machen könnten, ist, dass Sie mit Mixstab nehmen, ein Gerät, mit dem ich normalerweise sehr gerne in der Küche arbeite, versuchen würden, die Kartoffeln durchzupürieren. Das würde dann aber zur Folge haben, dass das ganze Püree schleimig ist und nicht luftig und locker, wie wir es haben wollen. Die Stärke würde sozusagen aufgehäckselt werden und es entsteht so ein ganz, ganz unangenehmer Schleim. So, viel mehr müssen wir jetzt mit dem Püree auch nicht machen, außer natürlich abschmecken. Trauen Sie keinem Koch, der sagt, er kann kochen ohne abschmecken. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Nachdem wir ca. 2,5 Stunden gewartet haben, damit das Fleisch auch gar ist, können wir jetzt das ganze Gericht vollenden. Wunderbar, herrlich, saftig. Kurz aus dem Sud herausholen. Und jetzt müssen wir schon ein wenig Vorsicht walten lassen. Das Fleisch ist jetzt schon so butterzart, dass man es eigentlich mit der Gabel zerdrücken kann. Den Speck natürlich nicht vergessen. Immer auch ordentlich dicke Stücken. Das ist auch wichtig, dass Sie beim Ansatz wirklich nicht zu kleine Fleischstücken nehmen, sondern richtig schöne große Stücken nehmen. Das sieht jetzt zwar aus, als ob das Fleisch sehr geschrumpft sei und das Ganze den Aufwand nicht wert sei, aber das, was aus dem Fleisch raus ist, ist alles hier in der Soße drin und allein dafür lohnt sich die Mühe. Bei dem Gericht kann ich gut und gern auf Fleisch verzichten. Problem ist bloß, dass ich denn diese leckere Soße nicht hätte. Zunächst jetzt einmal, wir haben am Ansatz kleine Zwiebelwürfel mit hineingegeben, kurz mit angerüstet, mit Tomatenmark. Und ich habe ja gesagt, die übernehmen die Bindung für die Soße. Früher hat man jetzt die Soße umständlich passiert, durch so eine flotte Lotte getan. Das heißt, das Gemüse wurde püriert und hat dann die Soßenbindung ergeben. Jetzt dürfen wir allerdings den Pürierstab benutzen und mixen die Zwiebeln mit der Soße auf.
kann sofort erkennen, dass innerhalb von wenigen Sekunden die eben noch relativ flüssige Soße von eine wunderbare, sämige Konsistenz bekommen hat. Zurück mit dem Brocken Fleisch in die Soße. Wunderbar. Das Schöne übrigens, auch wenn man hier sehr viel Fleisch benutzt, Kilopreis bei der Rinderschulter sollte sich mehr oder weniger rund um 10 Euro bewegen. Natürlich gibt es da auch noch etwas hochpreisigere Varianten, aber rund um 10 Euro, das heißt trotz der Menge ein relativ kostengünstiges Gericht. Dann das Gemüse. Das haben wir nur ganz kurz ansortiert, das ist noch nicht gar. Mit zu den Fleischbrocken hinzugeben. Ich möchte aber, dass es noch einen leichten Biss hat, deshalb gar es nicht von Anfang an mit. Deckel drauf, erneut ein bisschen durchziehen lassen. Das Fleisch ist eigentlich gar. Wir warten jetzt nur noch, bis das Gemüse weich ist und dann können wir anrichten. Dann habe ich mir eine ganz Kleinigkeit einfallen lassen, das heißt auch den Franzosen nicht komplett gefolgt, sondern ich habe das Ganze ein wenig variiert und zwar mache ich eine Gremolata dazu. Gremolata, natürlich eher aus dem Italienischen bekannt, kennen wir vom Ossobuco, diese geschmorten Beinscheiben. Zubereitungsmethode, eine ähnliche, geschmacklich verwandt, aber doch ein bisschen anders. Und da streuen die Italiener immer so ein bisschen Gremolata drüber. Diese Gremolata besteht im Originalzustand aus Petersilie, ein wenig Knoblauch und Zitronenschale. Aber ich habe gedacht, Ihnen gönne ich mal eine Abwechslung. Deshalb aber hier eine kleine Variation. Wir fügen nachher noch sehr deutsch ein wenig Meerrettich hinzu. Ich persönlich bevorzuge, sobald ich Petersilie benutze, immer die Blattpetersilie, nicht die Krause. Ich empfinde die Blattpetersilie als wesentlich aromatischer. Den Knoblauch ebenfalls fein hacken. So, wenn der Knoblauch mit der Petersilie fein gehackt ist, kommen wir jetzt zum eigentlichen Geschmacksträger, nämlich Meerrettich. Meerrettich, wunderbares Gemüse. Hält sich Ewigkeiten im Kühlschrank, 3 Monate Minimum. Immer nur den Teil schälen, den Sie auch wirklich benötigen, dann den Rest abreiben, wieder in Klarsichtfolie einwickeln, ab im Kühlschrank, hält sich Monate. Und jederzeit wirklich dem Eingeweckten oder dem Meerrettich aus dem Glas vorzuziehen. Eine ganz besondere Zitronelle, sehr pikante, würzige Note. Es gibt übrigens eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt historischen Untersuchungen standhalten würde, aber man hat es mir mal erzählt. Meerrettich heißt übrigens Meerrettich. Falls es Pferdehändler unter Ihnen gibt, sagen Sie mir Bescheid, ob die Geschichte stimmt. Man hat früher beim Pferdehandel alten Meeren, Meere ist ein Wort für Pferd, den alten Zossen Meerrettich in Po getan. Geschält natürlich. Und die ätherischen Öle haben dafür gesorgt, dass der müde Zossen, der früher nur so rumstand, dann immer so ein bisschen lebendig am Tänzeln war und hat dadurch einen höheren Kaufpreis erzielt. So, zurück zum Meerrettich. Den Meerrettich großzügig, kräftig reiben. Ab diesem Moment nur noch durch den Mund atmen. Denn was jetzt hier an ätherischen Ölen aufsteigt, das treibt einem leider nicht die Freudentränen in die Augen. Aber lecker ist es. Alles schön miteinander vermengen. Und anschließend streuen wir dieses über das herrlich aromatische Böff. Wenn das Gemüse dann auch soweit ist, können wir uns sofort ans Servieren machen. Kurz überprüfen. Auf den Punkt, hat noch einen ganz leichten Biss. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, dieses Gericht ebenfalls zu Hause auszuprobieren. Die Fehlerquelle tendiert hier wirklich absolut gegen Null. Man kann bei diesem Gericht nichts falsch machen. Es hat nur Vorteile. A, es ist günstig. Es ist einfach in der Herstellung. Und vor allen Dingen selbst am zweiten Tag, wenn man noch Reste hat, das im aufgewärmten Zustand zu servieren, ist nochmal umso besser. Nochmal ganz kurze Garprobe beim Fleisch. Ich als Koch erledige das Ganze mit einem einfachen Fingerdruck. Wenn die Fasern sich auseinanderlösen, ist das Fleisch hervorragend. Wenn Sie Ihren Finger nicht trauen, nehmen Sie eine Gabel. Mit der Gabel versuchen,
das Fleisch voneinander loszulösen. Und dann ist es wirklich auf den Punkt. Wärme von dem Fleisch, von der Soße löst jetzt die ätherischen Öle und damit den ganzen Geschmack aus der Petersilie, aus dem Knoblauch, aus dem Meerrettich heraus. Und das Ding, was da auf der Zunge passiert, das kann ich nicht beschreiben, das will ich nicht beschreiben, das müssen Sie selber zu Hause ausprobieren. Ihnen wünsche ich viel Erfolg beim Nachkochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.